interessiert und dass wir dann schön leben können. Und wenn wir sterben, dann können wir gern sterben, aber dass wir wenigstens ein schönes Leben dann haben. Das wäre mein größter Wunsch. Dachte ich mir, ist das jetzt eh, weil alles endet, aber irgendwie ist ein Ende nicht in Sicht. Es begann mit Corona und der Angst und wir sind sozusagen jetzt innerhalb von 2 Jahren von einer Angst in die andere gewandert. Wir hatten einen Krieg gegen ein Virus, Corona, und gehen jetzt praktisch nahtlos von einem Krieg gegen ein Virus, das wir nicht sehen konnten, in einen Krieg, der real ist mit Waffen und den wir vor unseren Augen mit einer großen Tragödie in der Ukraine beobachten können. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt sozusagen vom Krieg gegen das Virus in den realen Krieg wieder einen Angsttransfer machen. Und insofern erleben wir gerade eine Skalierung von Angstsituationen einer Gesellschaft, die als solche ja schon wieder bedrohlich ist. Denn eine Gesellschaft, die Angst hat, tendiert ja dazu, nicht mehr rational zu sein. Zum Beispiel, dass jedes Gesellschaftsproblem auf der Erde einen Nenner hat. Und das ist der Verlust der Menschlichkeit. Dass wir nicht mehr den Wunsch haben, die Werte des anderen Menschen, wie er die Welt betrachtet, zu erforschen zu können. Unsere Kinder wachsen in einer Welt auf, in der es normal ist, andere auszugrenzen. Das finde ich sehr problematisch. Sie wachsen in einer Welt auf, in der es normal ist, das Kollektiv über das Individuum zu stellen. Demokratie kann nur funktionieren mit der Freiheit des Einzelnen, kann nur funktionieren mit dem mündigen Bürger. In dem Moment, wo ich nur noch eine einzige Meinung zulasse und alle anderen Meinungen als moralisch minderwertig abqualifiziere, da gerate ich in ein ganz gefährliches Fahrwasser und da ebne ich im Prinzip auch den Weg zur Gewalt. Aber das sind wir Erwachsene, die das jetzt im Moment als Vorbilder zeigen müssen, wie wir es schaffen, in dieser Spaltung gemeinsam wieder aufeinander zuzugehen. Und das wäre eigentlich vielleicht auch das Wichtigste, dass wir den Kindern mitgeben können, dass wir Erwachsene sprechen können miteinander. Was wünschen wir uns von dieser Welt? In welcher Welt wollen wir leben? Was ist nach dieser Pandemie? Und was geht es uns eigentlich? Schützen wir dann wieder das Klima? Also reduzieren wir dann wieder den Plastikmüll, den wir jetzt tagtäglich produzieren? Ich glaube, wir müssen uns vor allem um das Klima in uns kümmern, anfangen. Und das Klima in uns ist jetzt für viele, für viel zu viele Menschen unausstehlich. Wohin ich sehr gerne will, weil dort gibt es, es ist eine Nachmittagsbetreuung und da bin ich mit ganz vielen Freunden und die hassen das auch. Die hassen auch alles, also die hassen alles mit Corona. Maske, Test und alles andere halt mit diesem Ninja-Pass. Oh mein Gott, ich habe was entdeckt. Wartet. Seht ihr dieses Holz? Das ist so frisch noch. Oh mein Gott, oh wie angenehm. Wir wissen, dass Kinder Empathie-Giganten sind, also sehr stark in Resonanz mit der Umwelt. Und die Umwelt ist zurzeit eben sehr durch ein Thema geprägt und das ist Misstrauen oder Verlust von Vertrauen. Also das hat Auswirkungen auf die Psyche der Kinder. Zum Beispiel in dem Bereich, dass ein grundlegendes Vertrauen in die eigene Gesundheit, also in die Kompetenz des Immunsystems verloren gegangen ist. Also ich habe immer eigentlich gedacht, dass wir als Gesellschaft die Kinder und Jugendlichen besser durch diese Pandemie bringen. Weil ja von Anfang an klar war, dass Kinder und Jugendliche zum Glück ja direkt von diesem neuen Coronavirus wenig betroffen sind. Und das wurde viel zu wenig erfasst, meiner Meinung nach, viel zu wenig ernst genommen und viel zu lange negiert. Jeder Tag Normalität reduziert die Krankheitslast. Und jeder Tag, der weiter mit Angst verbracht wird, mit Druck verbracht wird, sei das jetzt, gib deine Maske gescheit drauf, sei das jetzt, lasst euch endlich impfen, erschwert das Gesunden. Und viele können sicher gut wieder gesunden,
Aber sie brauchen Normalität, sie brauchen Sicherheit und sie brauchen Erwachsene, die die Probleme bei sich halten und nicht ständig den Kindern umhängen. Wir haben in den letzten 1,5 Jahren so viele Essstörungen, insbesondere Anorexia nervosa, und so schwer verlaufend wie eigentlich in meiner Erinnerung gar nie zuvor gesehen. Und das wird österreichweit beobachtet. Und wir haben auch eine Zunahme anderer psychischer und psychiatrischer Erkrankungen, wie zum Beispiel die Depressionsneigung oder eben auch die suizidalen Gedanken. Das Denken an Selbstmord betrifft mittlerweile 16% aller Jugendlichen. Für mich eine sehr bedrohliche Entwicklung. Und im Laufe der letzten Zeit hat sich aber das Krankheitsgeschehen insofern gewandelt, als dass Corona insbesondere durch die Omikron-Variante jetzt zu einem respiratorischen Virus geworden ist, das also die Atemwege befällt und an sich vergleichbar ist mit anderen Viren, die die Atemwege betreffen können. Beispiel Influenza, also die saisonale Grippe, und was die Sterblichkeit betrifft, nunmehr sogar weniger aggressiv und bedrohlich ist als die Influenza. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass die Maßnahmen, die wir zurzeit unternehmen, um in Schulen und Kitas die Ausbreitung dieses Erregers weiter einzudämmen, die Kinder unnötig belasten, und dass diese Maßnahmen überhaupt keinen Einfluss haben auf den tatsächlichen Verlauf der Pandemie.